So, fahren wir ins Training? Fahren wir ins Training, auf geht's. Es ist ja so, dass du schon mal in Salzburg warst. Von 2009 bis 2012 warst du kurz in Wien, jetzt bist du wieder da. Hat sich die Stadt Salzburg irgendwie verändert für dich? Ich muss sagen, es ist alles beim Alten geblieben. Es ist auch von den Leuten her kennen noch sehr viele und ja. Gefällt mir wieder in Salzburg. Ja. Ich habe was sehr Spannendes gelesen, und zwar, du bist gemeinsam mit deinem Bruder Imker. Wie kommt man auf die Idee? Weil ich finde es lässig. Man liest viel von Bienensterben. Ja. Und wir haben jetzt daheim ein schönes Zuhause, ein neues in Pölz. Mhm. Und ja, da haben wir uns gedacht, da haben wir viel Grünflächen. Und fangen wir mal klein an mit den Bienen. Das ist jetzt deine Sommerbeschäftigung? Ja, das ist ein bisschen ein Ausgleich zum stressigen Wintersport. Ja. Und man sieht, wie die Bienen, die arbeiten auch im Team zusammen. Und es ist recht lässig, ja. Sehr interessantes Thema. Du hast ja mit deinen Bienen, ich habe das noch irgendwie so mitbekommen, euer Honig ist irgendwie ausgezeichnet worden. Wie bist du dazu gekommen? Ja, wir haben gesagt, wir werden das einschicken, eine Honigprobe. Mhm. Haben wir auf gut Glück und ja, haben wir einen guten Honig zusammengebracht. Also die Umgebung stimmt, wird wenig gespritzt, mhm, und dadurch haben wir einen goldenen Honig jetzt. Ja. Das heißt, ihr verkauft den Honig auch oder ist das nur für euch? Verkaufen, ja, wir verkaufen Honig auch, weil wir produzieren bis zu 400 Kilo im Jahr. Boah. Und auch wenn du viel frühstückst, so viel Honig kriegst du so nicht weiter. Honig kriegen wir nicht weg, ne? Was macht Michi Schichtl jetzt in Salzburg, wenn er Freizeit hat? Soll ja auch vorkommen, dass ihr Zeit habt, irgendwie eure Freizeit in Salzburg zu verbringen. Was machst du da? Ich bin gern auf die Berge und ja, tue gern spazieren momentan. Also Ausgleich zum Training. Also wir trainieren jetzt relativ hart. Ja. Zweimal täglich und so ein bisschen als Ausgleich, ein bisschen die Berge genießen und relaxen fühlen. Viele Eishockeyspieler, auch bei den Red Bull, spielen in ihrer Freizeit Golf. Gehörst du auch dazu? Ich habe, wie in Salzburg war, viel Golf gespielt. Ja. War dann aber jetzt dafür in Wien, da habe ich leider keinen Partner gehabt. Aber jetzt werde ich mein Golfset wieder auspacken. Ja. Wer ist so der stärkste Golfspieler im Team? Ja, gute Frage, da gibt es einige. Der Bomscher ist nicht so schlecht. Der Thomas Rappel. Thomas Rappel. Der Christler. Dann dürfte er schon hinkommen. Und den Xanti dürfen wir auch nicht vergessen. Alexander Rauchenwald. Alexander Rauchenwald. Hoppala. Da piepst's. Alles in Ordnung. Uns geht's gut. Wenn du die Möglichkeit hast, Kino oder Theater, was würdest du nehmen? Ich würde ins Kino gehen. Gibt's gute Popcorn und ich würde es Cola. Gibt's im Theater nicht. Gibt's im Theater nicht. Wenn man als Profi in die neue Saison geht, was hat man für persönliche Ziele und welche Ziele hat man mit der Mannschaft jetzt mit Salzburg? Jetzt mit Salzburg, ja. Mit Salzburg sind die Ziele immer relativ hoch gesteckt. Also ich sage mal, in der Champions League wollen wir so weit kommen wie möglich. Und in der Meisterschaft wollen wir sicher auch wieder ins Finale kommen und den dann erfolgreich abschließen. Hast du persönliche Ziele für die Saison, dass du sagst, okay, du willst so und so viele Tore schießen, so oft assistieren? Meine Aufgabe ist sowieso im defensiven Bereich und das heißt natürlich offensiv immer her verbessern. Mhm. Aber das kommt dann durch harte Arbeit, kommt das ja von selber. Wenn du die Wahl hast, Lauftraining oder Krafttraining, für was würdest du dich entscheiden? Ich glaube fast Krafttraining. Weil es nicht so anstrengend ist oder weil es einfach für die Knie feiner ist? Nein, es ist schon anstrengend, aber da habe ich dann dazwischen immer Pause. Und laufen musst du ja doch dann eine Stunde durchlaufen. In der Kraft kann man ganz gut sitzen. Zwischen ja. Die Sätze. Vicky, wir sind angekommen. Nach 2009 bis 2012 wieder bei den Red Bulls. Und jetzt gehen wir trainieren. Im Training. Vicky. Danke. Danke dir. Spaß. Ich bin mal ranfahren, danke.